Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Wir sind ja in Akt 2 und haben gerade das Blut geholt und müssen jetzt den Körper noch holen von Coltan Sul, wie der heißt. Wir haben genug Gold, um mal ein bisschen hier aufzumachen. Was? 100.000? Okay, wir haben nicht genug Gold. Das ist besser. Oh. Den behalten wir. Können wir wegwerfen. Und den. Und er hat nämlich einen Sockel, genau. Wir machen mit dem Sockel, wir machen in den Sockel diesen Flowered Topaz, damit wir 7% mehr Chance haben, gute Gegenstände zu finden. So, so. Und das Zeugs noch. Ja. Gut, also dann müssen wir wieder in die, wie heißt sie? Der Dorten Sand, nein. Weiß doch nicht mehr. Fram, haben Sie einen guten Namen? Nicht so schlecht. Na? Ladet's wieder nicht. Moment kurz. Ja. Immer direkt, wenn ich Fraps ausmache, geht's. So, wir müssen nach links oben irgendwo. Irgendwo hier hat es den Eingang. Das Blut haben wir. Schauen. Ah, hier. Es greifen da unten wieder Monster. Na? Ist es nicht mehr? Vielleicht falsche Stelle. Ja, ich habe schon lange nicht mehr Diablo 3 gespielt. Also, vor der Beta, natürlich. Damals sind jetzt nicht alles... Nicht alles mehr. Ich habe so viel im Gehirn. Da verliere ich manchmal ein paar Sachen. Haha. Diese Karte nervt einfach. Weil ich immer irgendwo drauf drücke, wo ich nicht will. So, schauen wir mal ins erste Portal. Wir müssen hier drei Gebiete noch machen. Ja, die zerfallen fast nicht. Ja, rede nicht so viel. Genau. Ja, der kotzt. Killen alles schon. Einfach alles killen.
nicht, was ein Go mitbringt, glaube ich. Easy. Ja, heute habe ich wieder mal ein bisschen Rhythmus gespielt, ein bisschen gelevelt, ein paar Parts aufgenommen und hochgeladen. Jetzt kommt eben Diablo 3 dran. Und ich hoffe, ich bekomme bald diese Einloggdaten nochmals über, weil die haben irgendetwas gefehlt. Das macht mich so traurig. Ich wollte doch Let's Play aufnehmen. Wieso schicken sie eigentlich diese Einladungen nicht an Let's Play und Zeitschriften und solche Sachen, die es braucht, und so blöde Menschen, die gar nicht an der Beta teilnehmen, sollten nur irgendwie sofort auf Level 70 kommen und ein Pay-Level von 500 erreichen wollen. Das ist so richtig. Das ist ja normal. Die Entwickler sind halt immer Stroh. Immer. Finde ich. Sie nehmen alles nicht so ernst. Und es ist ja sehr, sehr schlimm, wenn man mal 5 Minuten länger arbeiten muss, weil man irgendetwas besser machen muss. Nein. Man muss ja sofort noch 10.000 Werbung draufklappen. Oder aus einem Bug einfach mal 20.000 machen. Ja? Ist so. In den Rechnen sehe ich das immer wieder. Bauen zum Beispiel etwas Unnötiges ein, und das ist Zwei-Waffen-Kampf. Bauen es ein und am Anfang geht mal gar nichts. Erstens, man findet gar keine Zwei-Hand-Links-Schwerter und, also also die linken Schwerter, und zweitens, es ist verbuggt und ja, scheiße, und am Anfang alles mögliche. Dann wird alles nachgebaut gemacht und das braucht Jahre. Und dann plötzlich geht es relativ ab immer noch blöd, weil man als Nahkämpfer einfach nicht so viel Chance hat. Und man lieber auf zwei Hand Waffen setzt, die einfach mehr kriegen und so. Ja. Das gleiche ist auch hier bei Diablo 3. Man nahm am Anfang eigentlich immer zwei Waffen. Und jetzt plötzlich nehmen alle nur noch zwei Handwaffen. Es ist einfach nur noch imbalanced. Es ist fail. Man sollte, wenn irgendwas gefixt werden soll, zum Beispiel dieser Strahl hier, also der Arkane, wie heißt er schon, Desintegrate, wenn dieser Strahl mal ein bisschen zu stark ist, setzt ihn doch einfach mal nur um 30% und oder so, damit die Spieler noch Zeit haben, sich daran gewöhnen, dass dieser Strahl noch nicht so stark ist. Nein, sie setzen ihn um 100% zurück. Nein, das ist ein bisschen zu viel, aber sie machen ihn völlig wertlos. Dafür machen sie andere Fähigkeiten viel zu stark und alles mögliche. Wenn meistens ist halt weniger mehr. Das ist einfach so. Aber das verstehen die meisten Entwickler nicht. Die haben nur Werbung im Kopf und Kaffee. Ich sag immer wieder, die in Regnum trinken einfach mal Kaffee hin. Machen Kaffeepäuschen. Oder bei Minecraft, naja, die trinken einfach mal Kaffee. Bauen jetzt schon wieder einen Klotz ein. Wieso müssen die schon wieder einen Bauklotz einbauen? Mach doch mal irgendetwas, das richtig Spaß macht. Was bringen uns immer tausende Blöcke? Da muss man immer noch mehr reißen.
damit man diese Blöcke findet und mehr Zeit verschwenden, alles Mögliche. Es wird noch weniger gebaut. Das hat ja einen guten Zweck, okay, Vielfalt. Aber wenn die FIFA gar nicht kommt, weil die meisten Spiele sowieso nicht mit diesen Steinen bauen, dann, ja. Dann ist das Fail. Es ist einfach nur Fail. Kopfstoß. Kopf an die Wand stoßen. Ja. Ich würde ja so gerne entwickelt sein, aber ich habe sowieso keine Geduld und Zeit habe ich sowieso auch nicht, wenn ich überall alles helfen muss und so. Das ist schwer, vor allem auf dem Server. Schwere Arbeit. Momentan ist Kevin, also der Hauptowner, in den Ferien und ich bin auf mich allein gestellt. Ich kann nicht umstellen und so. Bis er kommt. Das ist ein bisschen blöd, der hat momentan auch kein Internet. Ich kann also ihm nicht sagen, mach dies und mach das. Dass er noch übers Handy machen kann. Das ist ein bisschen schlecht. Momentan habe ich auch weniger Zeit zum Let's Playen. Aber ja, ich habe einfach mal heute gesagt, Seetop, kannst du nicht mal auf den Server aufpassen, ich will mal einen Tag frei machen. Und ja, jetzt macht es. Wahrscheinlich. Hat noch nicht geantwortet, aber wahrscheinlich macht es schon. Er ist nett. Er ist der Moonplayer 22 von LoL. Und eben auf dem Server ist der Seetop. Da ist ja gar nichts. Oh, diese Schatten nervt so extrem. Geht weg. Irgendwie hab... Das Blizzard eigentlich irgendwie verbockt. Alle Gegner haben zu wenig Leben. Also die kleinen Gegner haben zu wenig Leben. Und die Bosse haben so extrem viel. Das ist irgendwie gar nicht mehr schön. Ja, so zu spielen. Man wird eigentlich immer nur aufgehalten, wenn mal irgendwo ein Champion oder Elite-Gegner da ist. Und die Endbosse sind nochmal gar nichts von der Nacht. Ich hätte ja mal gerne den Crusader-Tempel. Wie heißt das? Crusader wahrscheinlich. Kreuzritter, ja. Anzocken. Also ich habe ihn mal angezockt eben, aber so wenig, der war nicht mal Level 10. Weil ich einfach keine Zeit hatte.